Mion, ich bin's wieder, Kesuna Aihara, hier mit meinem Let's Play von Resident Evil. Und wir erinnern uns... Entschuldigung, Erkältung fällt schon wieder an. Ja, wir erinnern uns, wir haben mit der Story von Chris angefangen und hier mit der Villa sind wir soweit fertig. Das heißt, wir können jetzt ins Wachhaus gehen. Hab mich dementsprechend ausgerüstet für, also die Waffen da. Na! Na komm her! Ich schieß dich! Sag dich doch, ich schieß dich! Diese Hunde sind doch echt das Letzte. Der ist jetzt tot. Schön. Ja, wenn die Sonne im Westen untergeht und der Mond im Osten aufgeht, werden nach und nach Sterne am Himmel erscheinen und der Wind wird dem Boden entgegenwehen. Dann öffnet sich das Tor des neuen Lebens. Ja. Wow, kennen wir schon. Rein. Rein. Wunderschön. Rein. Hey, ich mach's mal richtig. Also richtige Reihenfolge. Tada. Es hat sich geöffnet. Oh. Wow, sind wir toll. Nee, Quatsch. Ja, wir wollen da was haben. Na, wirst du wohl. Chris, hör auf, Pussy zu sein. Okay, noch ein bisschen. So, jetzt. Ah, hallo, Chris. Pütütü. Männer. Schieb, du geile Sau. Aha, das wollen wir doch haben. Ja, dieser Kurbel schon wieder. Ja, Kurbel untersuchen, wenn wir wollen. Untersuchen. Wir sind nicht bei Phoenix Wright. Das Ende ist viereckig. Wow, was für eine Sensation. Du hast mir meine Seele gestohlen. Wie kam ich jetzt auf die Simpsons? I have no idea. Und ich laber mal wieder den größten Scheiß. Es ist einfach nur wow. Ah, wenigstens das eine möchte ich haben. Hey! Boah, wie viele Hunde hier sind. Bäh, zum Kotzen. Ich mag die Hunde nicht und ich kann es immer wiederholen. Dreckstühlen. Dahin wollen wir doch, ne? Ach ja. Warum muss das auch mit Chris so schwer sein? Weil er ein Mann ist. So, beste Begründung ever. Weil er ein Mann ist. Wunderschön. Das Wasser läuft auf der gegenüberliegenden Seite herunter. Wow, unbelievable. Das ist ja... Wow, Sensation! Als ob wir das nicht schon von der Story von Jill wussten. So. Und hoch mit dir. Die... Jetzt kommen die schwulen Schlangen. Genau, das sind alles Liquid Snake. Das sind alles die Verwandte von Liquid. Fuck you, Liquid! Ach ja. Gott. Wie auch in der Kopf mir die ganze Zeit zugestimmt wurde, dass Liquid schwul ist. Ach, hallo. Warum läufst du auch da rein? Sollst du doch nicht, Chris.
Chrissy Wissy. Wie kam ich jetzt auf Chrissy Wissy? Nein, das sind grüne Kräuter und ich bin daran vorbeigelaufen. Ja, nee, ist klar. Krieg mich nicht. Scheiß Höhlen. Alter, nein, ich bin doch echt dran vorbeigelaufen. Nee. Oh. Scheiße. Na okay, wir sind jetzt im Wachhaus. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist wieder diese Statue schieben. Oh, schieben. Geil. Ich weiß nicht, passt das jetzt? Komm, noch ein kleines bisschen. Schadet nicht. So, perfekt. Ich mag's gerne perfekt. So. Jetzt stören mich diese Tentakel nicht. Diese Drecksbiester. Und hier sind, soweit ich weiß, ja, nur blaue Kräuter. Wir brauchen aber keine blauen. Wir brauchen grüne. I need them so much. Oh, Heilspray. Das ist auch nicht schlecht. Yay, Heilspray. Heilspray, Heilspray. Schade, ich weiß jetzt gerade nichts, was genauso klingt wie Heilspray. So SpongeBob-like, wisst ihr noch? Geister, Geister, Weißbrot. Okay, sagen wir SpongeBob, englische Fassung. Ghost, Toast. Oh Mann, ey. Ich bin wieder so bekloppt. Wie machen wir das ganz intelliklug? Genau, wir tun erst... Wo ist unsere Muni? Da. Erstmal Muni kombinieren, tun. Dings. Ist da... Ja, das sind welche. Aber ich glaube, die brauchen wir dafür nicht. Sondern... Oh! Ja, nee, ist klar. Doofheit siegt. Mal wieder. Beretta. Die Beretta. Heilspray packen wir mal hier rein. So. Schön auf meine wundervolle Karte gucken. Mhm. Ach so, hier ist ein kleiner Schlüssel. Sehr interessant. So, sagen wir mal... 1, 2, 3. Jo, passt. So passt es, ja. Ja. Alles super. Ja. ja. Und komm, wenn ich gleich da nochmal wiederkomme, dann tue ich wieder Sachen verstauen, dann passt schon. Aber eigentlich könnte ich das eine Kraut jetzt aufbrauchen, dann habe ich noch mehr Platz. Ja, es geht auch. So, jetzt erstmal in diese Tür. Haha, jetzt ist er tot. Super. Wieso bin ich eigentlich immer so ruhig, wenn ich schieße? What the hell? Ich müsste doch eigentlich so richtig dolle abgehen. Och, Junge, komm. Na, komm her. Ich habe gerade deinen Freund eliminiert. Na, geht doch.
Brava, Hans-Dieter. Oh, wie lange ist es her, dass ich sie Hans-Dieter genannt habe? Ganz ehrlich, wie lange ist es her, dass ich sie Hans-Dieter genannt habe? Ja, die sind... Ja, der ist tot. Gut. Da ist ja das Buch. Das Buch meiner Offenbarung. What? Und mal wieder ein Moment, wo man sich denkt, Kizuna, bist du jetzt völlig bescheuert. Hä? Auf meiner Karte stand, ich brauche... Ich finde hier einen Schlüssel, nicht, dass ich einen brauche. Hä? Ach so. Hat sich erledigt. Das ist zu lange her. Jetzt kann ich die kleine Schublade aufmachen. So ist es brav. Und? Tada! Schrottmuni! Schrottmuni! Juhu, ich krieg Schrottmuni! Ist das wunderschön! Schrottmuni ist immer gut. So. Ich meine, hier in diesem Raum ist kein Hans-Dieter. Ansonsten verarscht mich meine Karte wieder. Aber ich bezweifle das. Na bitte, ich wusste es. Das Badewasser... Was Badewasser, genau. Die Badewanne ist voll mit dreckigem Wasser. Möchten Sie den Stöpsel ziehen? Ja. Pfui, weg mit dir, du Wasser. Du bist dreckig. Ich mag dich nicht. Ich bin so eiskalt zu diesem dreckigen Wasser. Es ist so dreckig und boah, ich mag dich nicht. Kontrollschlüssel. Immer wieder gerne. So. Gibt es jetzt noch irgendetwas, was ich bräuchte? Hier dürfte soweit nichts mehr sein. Meine ich. Mal gucken ins Inventar. Brauche ich noch irgendwas? Die Musik ist so entspannend. Es ist so toll. Okay, das Buch brauchen wir erstmal nicht. Können wir wegstecken. Schlüssel behalten wir mal. Mal überlegen. Genau gesagt, mal gucken. Okay. Dann würde ich sagen, hier weg. Das auch weg. Dafür die Schrotmuni wieder rein. Und meine Flinte. Hä, ich habe noch mehr Schrotmuni und weiß es nicht? Schwul? Puh, nimmt mir hier den ganzen Platz weg. Jetzt darf ich hier wieder sortieren bis zum Umfallen. Dass hier alles schön Ordnung herrscht. Pfui. Bei mir muss Ordnung herrschen. Muss einfach sein. Ich glaube, soweit. Ja, soweit wär's. Wär's das. Ja. Brauche ich denn noch was? Ach komm, für alle Fälle mal den kleinen Schlüssel. Wer weiß, ob ich den hier brauche, oder? Obwohl. Na. Ich lauf jetzt lockig rum. Nein, mit Flinte natürlich. Ich bin noch nicht lebensmüde. Ich hänge schon noch an meinem ach zu kurzen Leben. Obwohl ich auch denke, dass ich kein Mensch bin. Ich meine,
Mein Humor unterscheidet sich sehr von dem anderer Menschen. Das gebe ich offen zu. Ich bin kein Mensch, also. So. Oh mein Gott. Ellenlanger Gang ist ellenlang. Und mal wieder sehe ich nichts. Es ist so kacke, dass ich nichts sehen kann. Die Perspektive ist einfach nur zu scheiße. Whatever. Lassen wir es dabei. So. Ich meine, what the fuck? Die Sicht ist so scheiße. Ich kann es immer noch wiederholen. So, was ich mich jetzt aber auch an dieser Stelle frage, hier ist ja diese eine Tür. Da braucht man einen Code, um den zu entziffern. Um die aufzumachen, die Tür. Tastenfeld. Möchten Sie die Tasten drücken? Ja, machen wir, damit wir später vielleicht nicht so viel machen müssen. Oder? Oder nee, später. Jetzt keine Lust! Aha! Da bist du ja, mein Schlüsselchen. Da kommen die Bienen. Attacke der Killerbienen. Oder auch nicht. Die Bienen können mich eh mal. Ich muss den Schlüssel nicht unbedingt untersuchen. Ich meine, ich weiß ja, was das für ein Schlüssel ist. Und jetzt kann ich den wegwerfen. Ja, das kann ich. Und ich kann reingehen. Das kann ich auch. Und hier ist nichts. Nur eine Karte? Ah, eine Karte. Und immer her damit, wenn ich sie schon finde. Und ich wusste, ich hätte den Schlüssel mitnehmen sollen. Ha, ich wusste es. Fucking knew it. Ah ja, der Bericht über Florentine die 42. Den kennen wir ja schon alles. Guckt euch meinen... Schaut euch meinen Durchgang mit Jill an. Ich muss das ja nicht nochmal alles vorlesen. Erstmal hier alles schön schieben. Tuten tun. Und da ist ja die Leiter. Komm, da können wir nochmal runter. Ja. Steigen wir die Leiter runter. Weil wir es können. Und diese wunderschöne Musik. So. Ach ja, da war ja die Geschichte mit den Kisten. Die Kisten, ey. Wir sind echt bei Metal Gear Solid angekommen. Mal wieder. Und schieben. Schieb, du geile Sau. Ich befehle dir zu schieben. So, hier erstmal genug geschoben. Jetzt erstmal hier schieben. Und wieder diese wunderschöne Kistenbrücke bauen. Und jetzt noch die Kiste. Oh, schieb du geil so.
Ja, Chris, du geile Sau, du kannst schieben. So gut bist du. Das ist auch so ein männlicher Akt, Kisten zu schieben. Oh, herrlichst. Das ist der männlichste Akt auf der ganzen Welt. Wie ich finde, so all die wichtigsten Dinge im Leben eines Mannes, die man unbedingt machen muss. Ein Haus bauen, ein Kind zeugen und Kisten verschieben. Ja. Wow. Das ist so männlich. Und unsere Brücke ist fertig. Ah, und das sind Kräuter. Wie viele eigentlich? Nur eins. Haben wir den Platz für ein Kraut? Das tue ich jetzt gucken, aber ich werde euch damit nicht nerven. Kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.